Wenn Schwulsein nur noch heißt, wen wir ficken und wen wir lieben, aber nicht mehr, wie wir der Welt begegnen, dann werden schwules Leben und die Gay Community sich langsam auflösen. Und das, obwohl wir diese Gemeinschaft noch so sehr brauchen, weil dieses Land immer noch voller Leute ist, die uns mit pathologischem, mörderischem Fanatismus hassen. Mit pathologischem, mörderischem Fanatismus? Findest du das keine zutreffende Beschreibung? Ja, doch, leider schon. Aber was sich durchaus noch mehr ändern kann, das ist, wie unsere Gesellschaft Menschen vor diesen krankhaften, mörderischen Fanatikern schützt. Antischwule Gewalt ist auf dem Vormarsch. Die amerikanische Öffentlichkeit ist elektrisiert von der Pandemie und ergreift sofortige Maßnahmen, nicht gegen die Krankheit, sondern gegen die Kranken. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie diese Jahre gewesen sein müssen. Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich... Ich meine, ich kann verstehen, wie es gewesen ist, aber ich kann überhaupt nicht fühlen. Herzen! Lieben doch noch immer oder nicht? Und brechen. Hoffnung, Angst, Eifersucht, Verlangen, euer Leben. Ja, das mag ein anderes sein, aber die Gefühle sind doch ganz sicher dieselben.